Ja, Leute, was geht? Es geht weiter im Let's Play Lost Judgment mit mir, den Pyrus. Wir machen weiter und gehen zur Bar Rodriguez und gucken mal, was der Trainer uns zu sagen hat. Denn ja, der Trainer will uns reden. Scheiße. Hey. Okay, Yagami, schieß los. Es ist die Gelegenheit von Todoroki die Wahrheit zu erfahren. Oshikiris Vergangenheit. Ich habe Oshikiri einmal richtig verängstigt gesehen. Und das, obwohl er jeden schlagen kann. Wovor hat er solche Angst? Yagami, Kenyas Größe ist der Mann, der ihn geprägt hat. What? Und wer soll das sein? Sein Vater, Fudo Oshikiri. Er war der zweite Patriarch der Familie Oshikiri, die früher zur Umi-Allianz gehörte. What was that? Moment mal, was? Und sie gehörten zur harten Sorte. Vermutlich haben die Oshikiris immer die Dates-Arbeit für die Allianz erledigt. Einschüchterung, Prügelattacken, sogar Morde. Als zukünftiger Nachfolger hat sein Vater ihm vom Kindesbein an tödliche Kampftechniken beigebracht. Du hast mehrfach seinen Namen erwähnt. Tja, das gehört zum Training seines Vaters. Kenya hat unglaublich viele Tötungsmethoden erlernt. Mit Schusswaffen und Messern, alle Druckpunkte des Körpers. Er weiß nicht nur, wie man seine Gegner besiegt, sondern auch, wie man sie umbringt. Ganz zu schweigen von den ganzen Probekämpfen, die er absolvieren musste. In denen er kämpfen musste, als ging er es um sein Leben. Seriously? Was? Wie furchtbar. Daher stammen also die Narben. Das würde ich nicht als Szene bezeichnen. Das ist die reinste Misshandlung. Kenyas Mutter konnte es nicht ertragen, wie aus ihrem kleinen Jungen eine Tötungsmaschine gemacht wurde. Dann, vor ein paar Jahren, als Kenya in der Mittelschule war, löste sich die Umi-Allianz auf. Seine Mutter nutzte das daraus resultierende Chaos und hatte mit Kenya davon. Die Flucht. Sein Vater war offenbar außer sich, als er davon erfuhr. Das war ein schwerer Verlust für ihn. Er hatte so viel in ihn investiert. Angeblich tut er immer noch überall nach Kenya. Selbst nach dem Ende der Umi-Allianz. Ich wette, er will den Kleinen zurückholen, um mit seiner Tötungsmaschine eine neue Familie zu gründen. Jetzt begreife ich, warum Oshikiri immer nervös ist. Wegen deines Vaters. Kenya lebt unter ständiger Angst davor, dass das Arsch plötzlich aufkreuzt und wegschnappt. Sollte ihm das jemals gelingen? Wahr ist das. Dann landet Kenya wieder in der Hölle und deine Mutter dürfte beseitigt werden. Er hat sie die ganze Zeit auf diesen Tag vorbereitet, damit er sich gegen den Vater wehren kann. Dann geht es ihm also um Freiheit, die Angst treibt ihn an. Aber obwohl er deinem Vater entkommen ist, hat Kenya immer noch mit dessen Programmierung zu kämpfen. Immer wenn dein Leben Gefahr ist, erwacht ihm automatisch der Killerinstinkt. Er beherrscht die Gegner so, dass sie keine Chance gegen ihn haben. Genau wie sein Vater es ihm lehrte. Ich hatte ja keine Ahnung. Yagami, ich will Kenya vom Einfluss seines Vaters befreien, koste was ich wolle. Und ich glaube, die Freude am Sport, die Freude am Boxen kann er schaffen. Hey. Sag mal, Todoroki, wie lange willst du Oshikiri vom Boxen abhalten? Das weiß ich nicht. Aber mir liegen einmal die Schüler am Herzen, nicht nur Kenya. Seit der Sache mit Mikomoto habe ich einfach nur auch Angst. Angst, dass er versehentlich einen meiner Jungs tötet. Hey. Todoroki, wenn das stimmt. Warum lässt du dann nicht mich gegen Oshikiri kämpfen? What? Dich? Ja. Yeah. Du hast mich doch schon oft genug kämpfen sehen, um zu wissen, dass ich kein Schwächling bin, oder? Yagami, du bist zweifellos ein harter Bursche. Du hast wirklich Mut. Aber trotzdem, Stärke und Mut reichen nicht. Das ergibt ja eigentlich erst Sinn, wenn du Kenya auch als Boxer gewachsen bist. Er muss gegen jemanden antreten, der ihm die Freude am Boxen nicht zeigen kann. Willst du damit sagen, ich bin nicht stark genug? Wenn das so ist,
Warum trainierst du mich nicht, dass ich, bis ich bereit bin? Was willst du auf dich nehmen? Für Kenya? Ja. Ja. Ich bin so weit gekommen. Da kann ich es auch durchziehen. Na schön. Okay, du kannst es schaffen. Ich werde natürlich das Kenya Kontakttraining für dich zusammenstellen. Oh cool, ich freue mich schon. Udo Ushikiri, der ehemalige Patriarch der Bhutan Yakuza-Familie, über den werde ich mich informieren. Hey. Aber komm auf keine dumme Ideen, hörst du? Natürlich nicht. Meine Nachforschungen werden sich auf das Internet beschränken. Ich gebe dann Bescheid, wenn ich was rausfinde. Okay, klingt gut. Das Server mit dir geschärft, Ushikiris Vater. Schätze, ich soll so lange trainieren, bis sie sich wieder meldet. Okay, wir haben den nächsten. Immer noch zwei Sätze. Also mal verstehe ich wieder nicht, wie das erhöht wird. Oder haben sie das, haben sie da ein bisschen Angst gehabt? Okay. Haben wir kurz über 600 Punkte mitgenommen. Plus 350 gerade. Oh Mann, ey. Ja, da wurde er sozusagen zu einer Tötungsmaschine gemacht und wir müssen ihn jetzt ein bisschen davon befreien. Hm? Amasawa. It's me. Was gibt es? Yagami-san. Wir haben in einem dieser alten Yakuza-Magazine etwas über Ushikiri Kuns Vater herausgefunden. Das ist eine schöne, gute Arbeit. Well. Das habe ich Itokoro-san zu verdanken. Sie kam zufällig vorbei und als ich ihr davon erzählte, fand sie im Handumdrehen diesen Artikel. Oh, Itokoro hat dir geholfen. Yes. Super. Ja, ich habe mich auch gefreut. Wie immer sei, ich sende ihm jetzt ein Foto des Artikels. Das ist also Foto Ushikiri. Hm. Moment mal, habe ich schon mal gesehen. Yes. Ganz genau, Yagami-san, dieser Mann. Ist derjenige, den wir vor dem Genpukai Austauschort mit Renji Honda von dem Neo King Gang gesehen haben. Was? Das heißt ja, Fudo Ushikiri ist hier in Jonto. In Dincho. Ganz genau, ist wahrscheinlich auf der Suche nach Kenya. Seriously? Und ich hätte das. Aber noch mit der Keen Neo King Gang zu tun. Hey. Das gibt mir nur Vorsicht. Das weiß ich zwar noch nicht, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja, geht mir auch so. Hier soll ich platten. Kazuki Himikawa. Okay. Here we go. Mhm. Okay, dann können ja immer viele Boxer sein. Dann bin ich aber durch. Also lang kann es ja nicht mehr gehen. Ja, außer das geht nachher noch weiter. Und dann habe ich auch schon gefragt, ob es nachher mit illegalen Boxer war, weil er geht. Schöne Backpfeifen. Da haben wir die Luft. Ein paar Schläge in die Luft. Peng, peng, peng. Na komm jetzt her. Sehr schön, immer schön aufs Köpfchen. Immer schön Köpfchen am Schenk. Der blockt alles weg. Ey, Mann.
Ja. 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 Alter, wenn ich Daumen krieg. Wir sind ja gleich auf. Mal sehen, wie die nächste Runde verläuft. Ja. Alter, ich habe nicht Daumen gekriegt. Nur knapp. Ja, er blockt da alles weg. Was soll ich machen? Jetzt mal. Ich weiß aber nicht, ob man ihn mal down kriegen muss, oder wie das denn zählt. Oh mein Gott. Ich bin jetzt down, ich hab ein Problem. Ja, komm. Ja, komm schon. Ne. Der blockt alles weg. Wenn ich irgendwas mache, der blockt jetzt so beschissen. Gott sei Dank, ich hab einmal Daumen gekriegt. Alter, blockt ja alles weg. Oh mein Gott. Und Ushikiri ist genau das jetzt mal, ne? Ja, jetzt bin ich mal gleich auf. Du stehst dich super. Freude des Hand kommt wirklich gut drauf zurecht. Warte, dann gehört der Sieg dir. Okay. Einmal habe ich ihn ja schon. Ja. Ja, gut, damit konnte ich nicht rechnen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab ordentlich was an. Sehr gut. Oh, oh, er wird schwächer. Ich kann sie mal halten. Oh, jetzt hat er Probleme. Das ist sehr gut. Der wäre fast down gekriegt, der Kerl. Oha. Jetzt hier ein bisschen durch von mir. Aber er hat fast down gekriegt. Jetzt komm, ein bisschen mehr. Krieg ich nicht, ne? Ja, nein, ich jetzt kann. Jetzt verschieße ich wieder. Aber. Ja.
Oh, der ist mal. Der geht mal durch. Jetzt. Oh. Okay, zweimal down. Komm mal, guck mal. Ja, ich stelle dich nochmal auf. Ja, obwohl, ich habe ihn jetzt zweimal down gekriegt. Yagami! Hey. Okay, was steht dir für meinen Tänzchen gegen Ushikiri vor? Ah, immer schon dann am Kumpel. Bis zu Kenya ist noch ein langer Weg für dich. Hey, Jum. Hm? Wer ist das? Der ist erzählte der Bahn, Gewichtsklasse der OBPF, Jum Won Chen. Ha? Oh, du stehst auf der Rangliste? 6 ist noch als höher als das Sakuma. Right. Nun, sie gehören verschiedene Gewichtsklassen, haben es aber beide drauf, vertrau mir. Wenn du diesen Typen packst, bekommst du auch eine Ahnung von Kenya. Ich habe gehört, dass hier ein großartiger japanischer Boxer trainiert. Schön, dich kennenzulernen. Yagami. In diesem Konter-Kenya-Konter-Training erwartet dich so einige erstklassige Boxer. Sei also dir bereit. Cool, ich freue mich schon. Sag einfach, wenn es losgehen kann. Ach so, er war nur so eine Art Vorspiel. Er hier. Ach so, er ist jetzt, damit es überhaupt annähernd so ist. Ach du, ich hab Angst. Ich hab Angst, Leute. Wir sehen Jum in einem Kampf. Ja, komm her, Jum. Alter, eben, der war hart. Aber er war auch nicht wirklich schwer, ne? Er hat halt wieder. Also, ja, schwer will ich sagen, er hat viel ausgehalten. Viel aushalten ist ja jetzt auch nicht schwer. Oh, da kommt der Yakuza dazu. Guck dir dran. Hä? Ah, sehr gut. Oh, ja. Du tanzt ja richtig. Junge, du tanzt ja richtig. Ja, Tänzer. Aber, du bist so klein. Hat er voll immer gegen den Tunnel gehen. Ja, gut, aber der. Ja. 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 Sag mal, Magen. Ja. Ja. Nein. Oh Scheiße. Get him up!
Oh, er hat mich hier gerungen. Ah, der hat ich auch nicht erwischt von Jummel. Aber es erwartet, der ist einfach tippt, sobald er deine Ohren so auch nicht verklingen. Irgendwann mal was tot, so geht es dann dazu. Ja, ist ja gut, du hast. Wir haben aktiven OPPF. Keinen Bock zu tun, auf den kannst du nicht einfach laut aufkommen, bis du gewinnst. Den Vorteil ist in der Fahrt außer Befriedigung. Sobald du in Fahrt kommst, weiß nicht mal ich, wo du manch deiner Bewegung hinnimmst. Geht's in den Kampf und komm ihn mit einem Bau von deinen Teufeln gewinnen. Kann sein, dass es nicht reicht, aber so ist es wert. Wenn man. So schlecht war es ja nicht, also. Wir haben ja fast. Ja. Es war ja knapp. Ey, mein Blutschild war es nicht, also. Ja, ich wollte raus. Raus, raus, raus. Ich komme nicht raus. Wir können da. Der japanische Gartenzwerg. Komm her, du. Raus. Ich muss raus, raus, raus. Jetzt rein. Oh ja, ich glaube, jetzt wird er gewinnen. Ja, ich bin kann er nicht. Naja. Oh ja. Oh. Ich kann die hier zum Glück mal aufladen. Komplett. Ich kann mich nicht komplett aufladen. Shit. Ach, das ist gut zu wissen. Ja, gut, ich wurde noch nie gelegt von einem Gegner. Doch einmal, aber den, da habe ich drauf geachtet. Doch, in diesem Special Ding. Okay. Oh, sieht aber nicht schlecht aus. Nein, 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 bitte mal. Ich will mir jetzt ernst durchgeben, meinen Moves, die mich auch ganz schön auslaufen. Nein. Schau mal. Vorbei. Hey, okay, also zweite Runde war besser. Mehr kann ich dir nicht beibringen. Geh aufs Ganze, leg alles in einen Schlag. Okay. Okay, also erste Runde ging an ihn, zweite Runde ging jetzt an mich und sogar fast hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Alter! Ich habe den Kinder mir eben gemacht. Immer zu drücken. Alter! Es kann doch nicht sein, dass ich nicht treffen würde. Ey, bin ja verarschen. Ich fällt da eben. Ich hatte ihn doch eben. Ich schwitze, Alter. Ja, ich habe ihn jetzt einmal ausgenockt bekommen. Er wird jetzt einmal ausgenockt. Das heißt aber, er scheint jetzt weniger Energie. Oh.
Boah, Junge! Bin ich froh, der ist weg. Alter. Du bist flink, Yagami-san. Du warst der reinste Wirbelwind. Du aber auch. Genau wie man es an einem Rangless Kickboxer erwartet. It's me. Hallo? Yagami-san. Oh, Yagami-san. Haben Sie einen Moment Zeit? Yeah. Ja, was gibt's? Well, ich glaube, ich weiß, wer das nächste Opfer des Roboters sein wird. Du weißt, wer Erwin angreifen yes. wird? Ja. Aber es sollten wir im Clubraum beschränken. Können gotcha. Sie kurz vorbeikommen? Klar, bin ich da. Ach so, die kommen auch hier rein. Ah, okay. Alter Schwede, okay. Gut, dann besprechen wir das in der nächsten Folge mit Amasawa. Und ich danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann, bye, bis dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao.